Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Und ihr wisst, was wir machen. In der letzten Folge haben wir das Skelett-Dungeon geklärt. Und wir gehen zum nächsten Dungeon, würde ich sagen. Denn wir brauchen noch mehr rotglühende Steinchen. Renn ich jetzt richtig? Ja, ich muss einmal dann quer durch den Dunkelwald. Das ist aber nicht so wild, denn wir werden am Ufer lang rennen. Ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Interessant. Warum wohl? War ich etwa nicht mehr schlafen? Ja. Ich werde jetzt unterwegs keine anderen Tiere killen. Denn ich weiß nicht, was uns dort im Dungeon erwartet. Vor allem, was dort für Loot kommt. Und vielleicht haben wir ja die Möglichkeit... Runstein. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, auf einen Troll zu... Wie sage ich? Einen Troll zu begegnen, den wir vielleicht noch umhauen können. Denn wir brauchen das Trollleder für die nächste Rüstung. Gibt uns, wenn wir alle vier Teile haben, sprich den Umhang, die Hose, die Brustplatte und den Helm, kriegen wir einen Bonus-Buff auf Schleichen, ne? Was sehr wichtig ist. Vor allem, wenn wir im Dunkelwald sind. So, und hier kann ich es euch zeigen. Hier ist die Tank, daraus kriegen wir ganz normales Holz. Und... Genau, war ich hier unten? Ne, ich war ein Stückchen weiter dort. Und hier ist ein Kiefer, daraus kriegen wir dieses andere Holz. Ich weiß jetzt so schnell nicht mehr, wie das heißt. Aber wenn man vom Teufel spricht... ...erwartet er uns. Oh, der war zu hoch. Headshot. Hä? Was war das denn? Oh, keine Ausdauer mehr. Oh, der kommt nicht weiter. Boah, cool. Das ist ja mal nice, wenn der nicht weiterkommt. Ich muss nur aufpassen, dass ich ihm nicht im Wasser klatsche, sonst haben wir ein Problem. Dann kommen wir nicht an das Zeug ran. Okay, jetzt möchte ich eventuell mal rübergehen. Oh, der kommt ja doch. Ja, komm. Komm zu Papa. Au. Ey, so, das hast du jetzt davon. Ja, wir haben den nächsten Troll erlegt. Und wie viel Trollleder gab's? Wieder 5 Stück, nice. Haufen Münzen liegen hier auch immer rum. Ich glaube, die kann man dann später zu Gold einschmelzen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich auch täuschen und die sind für gar nichts gut. Aber ihr seht, die Trolle sind jetzt, ja, kinderleicht zu meistern für uns. Hier haben wir wieder Erze. Muss ich mir alles merken. Das müssen wir uns alles merken, denn Erze werden wir noch en masse brauchen. Denn für Kupfer braucht man eine 3-1 Zusammensetzung von Zinn und... Ne, für Bronze. Braucht man eine 3-1 Zusammensetzung von Zinn und Kupfer. Und... okay, da oben ist wieder ein Troll-Dungeon, ne?
Aber mit dem will ich mich jetzt nicht nochmal anlegen. Wobei, auf dem Rückweg dann, wenn er noch da ist. Ich möchte jetzt gerne zum Skelett-Dungeon. Das ist da drüben. Komme ich da so ohne weiteres hin? Ich möchte ungern da hinten rüber schwimmen. Ausdauer, werd bitte schneller voll. Danke, danke, danke. Ich hoffe, ich kann mich auf dem Stein hier kurz ausruhen. Ja. Ey, geh bitte ganz hoch. Da nicht. Da hinten ist wieder so ein, ich weiß nicht, Goblin oder Skelett. Haus, Tower, keine Ahnung, wie man das nennt. Da gibt es auch manchmal Kisten, das habt ihr ja bestimmt schon in einer anderen Folge gesehen. Und da möchte ich jetzt aber ungern hin. Bleibst du oben drauf? Bleibst du oben drauf? Danke. Kurzen Schluck Kaffee trinken, solange ich ragge. Dungeon ist in diese Richtung. Ach, dieses Weltspeichern, dass das immer Längen tut, das... Ja, wie soll ich sagen? Es nervt manchmal sehr hart. Das sieht mir aus wie ein Skeletthäuschen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall auf Nummer vorsichtig gehen, denn die haben auch Bogenschützen. Und ich... Hör die Skelette. Hä? Ach, die kämpfen da. Hi. Komm. Oh, was hat der für einen geilen Bogen? Für ein geiles Schild. Das will ich. Gib mir das. Och man! Oh! Die haben hier irgendwas erlegt. Ich glaube. Ach ja, hier diese Blauaugen-Typsis haben sie platt gemacht. Und ihr seht, hier spawnen Skelette, denn. Skelett-Dungeon! Alter, wer von euch hat mich jetzt gehauen? Au. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Ich habe nicht mehr so viel Life. So, erstes down. Zweites auch down. Och, da kommt schon das nächste an. Ernsthaft? Ist hier noch irgendwo ein Spawnpunkt von euch? Alter, leck mich fett. Ich hab jetzt schon wieder 5 Knochen. Ich würde sagen, let's go. Grabkammer. Gleiches Spiel. Eine Tür, 2 Seiten offen. Wir machen das wieder so. Ich setze als erstes ein Feuer dahin, wo wir noch nicht reingehen. Auch wenn ich hier definitiv wieder Schaden kriege, wegen dem Rauch. Und wir gehen die Wege erst lang. Oh! Bogenschütze! So, Bogenschütze ist down. Jetzt müssen wir ganz kurz das Ding da drinnen putt machen. So. Alter, was ist denn... Was ist denn das für einer? Gib mal deine Keule. Die sieht geil aus.
Der Hammer verbraucht zu viel Ausdauer. Aber den Hammer. Was ist das? Oh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Geil. Ja, der verweist mich nur dahin. Schade. Okay. Wir essen jetzt mal so ein. So ein. Das können wir alles noch nicht essen. Schade. Denn ihr seht, die Leiste unten beim Leben ist jetzt größer geworden. Denn ich kriege automatisch mehr Leben, wenn ich andere Sachen esse. Geist! Alter, wo kommt... Was? Hier ist einfach ein Geist drinne gespawnt. Oh, da hinten sind noch mehr. Geht's hier noch weiter? Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Okay, wir bleiben dann erstmal hier vorne. Also das ist auf jeden Fall mal ein großes Dungeon, ne? Wir nehmen alles mit, was wir finden können. Wir haben jetzt schon 7 Steine. Holy shit. Oh. Wie viele hier einfach kommt von denen. Komm, ich hab dich da hinten gehört, Skelett. Und wieder Rubine. Tschüss. Alter, ich bin gleich down. Und da ist wieder so ein Kackgeist. Hä? Okay. Ich muss erstmal ganz kurz leben, Rick, ne? Hey, hey, was ist los? Kommst du nicht raus? Hehehehe. Kann ich hier was essen? Nein. Ah, hier hin. Ey. Ganz ehrlich, ich gucke jetzt mal ganz kurz hier rein. Was hab ich denn gerade gemacht? Okay. Das geht auch.
Also der Hammer ist mal abgefahren geil. Eine Tür, eine Sackgasse. Och, ich ahne. Ah, okay. Ah, Geist! Ah! So kann ich dem auch Schaden zufügen. Interessant. Und ich kann auch gleich erstmal was futtern hier wieder. Damit ich auch wieder mehr Leben habe. So, der Geist ist down. Es ist sehr dunkel hier drinnen. Ich glaube nicht, dass ihr irgendwas erkennt. Ich nehme mal die Fackel in die Hand. So. Wir haben aktuell 11 solcher Steine. Geil. Wenn wir jetzt noch die andere Seite der Kammer leer räumen, haben wir vielleicht, wenn es hochkommt, oder wenn wir Glück haben, 5. Brenn! Geist! Geist! Mama! Holy shit, wo kam der denn her? LOL! Ernsthaft? Da ist so ein Kack-Pfeilschießskelett. Ich weiß, was da hinten ist. Ah, la 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 la. Genau. So, Skelett ist down. Dieses Skelett rennt einfach weg, okay. Fackel. Hier ist wieder was. Jetzt haben wir 12. Alter, 13? Ja, wie viel kriegen wir noch davon? So, das Hammer. Wo ist denn jetzt das eine Skelett hin? Okay, nicht hier. Hier hinten waren wir schon, haben wir leer geräumt. War das? Ja, das war diese Tür. Und hier gab es gar nichts. Okay, dann lassen wir die mal offen. Ne? Wechseln zum Hammer.
So, die zwei Skelette sind down. Ach, da ist wieder so ein... Haha, ich spuck dich aus. Hahaha. Und die Skelette mit dem Stern machen auf jeden Fall mehr Schaden, ne? Ja, jetzt kommt noch so ein Bogenschießskelett. Willst du mich verarschen, ne? Ich muss das irgendwie schaffen. Dieses Teil kaputt zu machen. Uah. Scheiße. Ich muss wieder Ausdauer ranken. Und leben vor allem. Ist hier nicht gerade irgendwo ein Skelett lang? Hoffentlich nicht. Ich muss mal gucken, ne? Ach, das ist es schon. Haben die nur eine gewisse Spawnmenge? Oh, hier ist das nächste. Pilze alles mitnehmen. Gute Nahrungsquelle. Aber ansonsten gab es hier nichts mehr. Okay, wir haben 14 Stück von diesen Steinen. Plus die drei, die wir zu Hause haben, sind wir bei 17. Das müsste für den Anfang sogar vollkommen ausreichen. Oh, geil. So, hier gehen wir jetzt einmal raus. Setzen hier natürlich noch ein Feuer hin. So, das haben wir geklärt. Und jetzt geht es nach Hause. Muss ich nur noch irgendwie übers Wasser kommen, ohne wieder 10.000 Mann zu halten, ne? Ach ja, ihr Blauaugen-Fuzzis. Da wäre ein Stein. Ob ich das bis dahin schaffe, ist die andere Frage. Eigentlich dürfte ich gar nicht mehr so viel Ausdauer verbrauchen beim Schwimmen, weil ich Schwimmen gut gelevelt habe. Denke ich zumindest. Scheiße! Alter, ich verliere 5 Leben! Was ist falsch mit dem Spiel? Und warum ist die Macht von Eiktür aktiviert gewesen? Habe ich aus Versehen Q gedrückt? Ich kann nichts zu mir nehmen. Schade. Ich hoffe mal, dass uns hier noch ein Troll begegnet, den wir umhauen können. Da ist ein Hirsch, den wollen wir nett haben. Aber eine Trollhöhle war ja hier irgendwo und da stand doch, glaube ich, einer davor. Oder täusche ich mich da jetzt? Das war doch hier. Ja.
Da oben. Okay. Vier. Jetzt bleib doch mal stehen. Alter. Ziemlich verkackt, ey Mann. Oh, und ich habe keine Ausdauer. Nee, mit dem lege ich mich nicht an, wenn der Bäume zum Fällen bringt. Nee, da bin ich aber bei Zeiten weg. Außer wir können ihn hier rüber locken. Oh ja, scheiße, stimmt ja. Es tut mir leid, falls ich gerade so laut war. Ich habe den einfach nicht gesehen. Hier, nee, das da. Oh, der hat schon gut Damage bekommen. Oh oh. Oh oh. Oh oh, scheiße. War vielleicht doch nicht so gut. Nein. Scheiße. Das ist halt meine Ausdauer. Pfeile schießen verballert auch nochmal Ausdauer. Das ist nicht gut. Ganz schnell. So. Wo ist er? Wir haben ihn! Alter, wie viel Münzen immer rauskommen aus den Tierchen. Entschuldigung. Wir haben jetzt 10 Trollleder plus die 10 zu Hause, haben wir 20 Stück. Das heißt, wir können uns die Trollrüstung machen. Die werde ich aber in der nächsten Folge anfangen. Ich werde jetzt ganz gemütlich nach Hause rennen. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, vor allem für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.